So. Das ist jetzt eine relativ harte Erweiterung hier, auf mittlere Dichte hochzugehen, aber wir werden sehen. Wir brauchen eh den Platz. Hier wohnen die allermeisten Leute, ne, in einem Zentrumsbereich. Und ich hoffe, dass dieser Bereich um diese Ecke jetzt hier erweitert wird, weil das schon recht cool dort ist eigentlich. Und es wird zumindest hier ausgebaut. Also die Überlegung ist da, ne? So, 10 Grad. Es ist Sommer bei uns. Denkt dran, wir sind auf der Südhalbkugel ansässig. Das heißt, das ist immer alles anders. Januar ist jetzt bei denen quasi der Sommer. Aber 10 Grad Regen ist vielleicht... Naja gut, es ist 22 Uhr. Mal warten. Abwarten. So. Was sagt man eigentlich? Tourismus gerade. 219 Touristen kommen im Monat. Effekt des saisonalen Wetters. Wir haben aber keine Hotels oder sowas, ne? Doch, hier ist ein Hotel. Hier ist ein Hotel. Ja, mal schauen. Postrate scheint sich tatsächlich ein bisschen zu verbessern. Also ganz kleines bisschen. Da fehlen aber noch Briefkästen tatsächlich. Ja, warten wir mal ab. Das sollte eigentlich besser werden. Das sagt unsere Bilanz gerade. Oh, wir machen richtig böse Minus. Das müssen wir jetzt langsam in den Griff bekommen. Was sagt unser großes Krankenhaus? Das war ja auch teuer. Das kostet 600.000 im Monat. Das ist nicht so billig. Scheint aber auch völlig nutzlos gewesen zu sein. Da ist halt fast niemand drin. Okay, wir brauchen noch weiter ein paar Büros, ein paar Gewerbeeinheiten, wobei die wir haben, zu wenig Übersicht über zu wenig Kunden beschweren. Wir werden sehen. So, hier sind die etwas größeren Gebäude, da wohnen natürlich sehr viele Leute gleich drin. Wartende Passagiere 80, ja. Gut. Holla, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Dir auch einen schönen Start ins Wochenende. Lass dir gut gehen. So wahnsinnig viel los. Wo ist denn da das Grundproblem? Wo wollt ihr alle hin? Hier wollen viele raus. Und dann? Dann verläuft sich das irgendwie. Bis hier ist mega hart Stau und danach ist irgendwie Ellebage.
Ja, die wollen alle, die hier hinten hin sind, und die machen den Stau ja aus, wollen dann hier rüber. Vielleicht machen wir jetzt mal Folgendes, und zwar, wir machen jetzt hier mal ein bisschen, bisschen Action, ne? Finden natürlich die Anwohner jetzt nicht so geil. Aber dann kann sich der Verkehr hier auch mal ein bisschen verteilen. Ich glaube, das hätte tatsächlich Vorteile. Dann müsste das nämlich hier auch ein bisschen entspannter werden, weil die auch eben diese Umfahrungsstraßen nutzen können. Schauen wir mal. Und eben nicht alle da die Kreisverkehrreihe langfahren müssen. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn and shower with a friend whenever possible. Shower with a friend. Local public service announcement. How delightful. Another letter from Entschuldigung, Moment. Listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself? Hmm? Let's see here. Y'all got soul. Oh, yes, soul. A raison d'être, delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk, that's classical. Yes, so ich muss hier mal ein bisschen must be most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Das ist vielleicht unglücklich hier gewesen, da an der Stelle rumzuspielen, aber ja. Now, let's hear another one of those soulful cans. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, schwierig. Drive safe. Das wieder hinzudeichseln ist gar nicht so einfach, Leute. Ich glaube, das ist viel einfacher. Oder es schaut einfacher aus, ja.
Das müssen wir neu machen, das schaut doof aus. Da geht auch eine Stromleitung, glaube ich, oder irgendwas durch. Irgendwas geht da unterm Boden durch. Müssen wir noch schauen. Wir reparieren jetzt mal dieses ganze Areal ein bisschen. Schaut das auch nämlich nicht mehr so dämlich aus. Ich hoffe, das geht jetzt dann so. Ja. Gut. Der Geländeeditor ist unerbittlich und verzeiht nicht. Ja, so kann man das ungefähr zusammenfassen tatsächlich, ja. Mieses kleines Mistding, würde ich dazu sagen. Aber, naja, wir sind ja nicht so. Einfach nur, weil es cool aussieht. Ne, schaut einfach schöner aus, so in die Stadt rein. Na, da haben wir jetzt hier auch nochmal eine zweite Durchfahrt, die so an der Seite kommt. Hier ist auch sau viel Verkehr wieder. Wieder Stau. Ist schon sehr viel Verkehr von der Seite kommend. Was ist das jetzt hier? Kann ich, warte mal. Kann ich hier irgendwas machen?
Fußgängerbogenbrücke. Ich glaube, der Kreisverkehr ist doof. Aber da müsste ich doch einen größeren noch hinbekommen, oder? Ich glaube, das war das Problem hier gerade. Dieser eine Kreisverkehr war das Problem. Jetzt ist wieder besser. Es hat nur diese eine Ecke, mussten wir mal ein bisschen upgraden, dann ging es jetzt. Hier ist es ähnlich, hier ist das gleiche Problem wieder. Warte mal kurz, wenn wir die Zwischenstraßen vergrößern. Das bringt nichts, weil wir die Kreisverkehre damit nicht vergrößern. Das an diesen Stellen hier nicht. Aber warte mal, hier sehe ich sogar noch einen. Da ist ein Spielplatz. Dann ist der gefixt und dann muss nur noch der hier weg. Da ist die Straße unten das Problem. Ich versuche das gerne mit Kreisverkehren zu lösen, weil das sehr angenehm damit funktioniert. Bis zu einem gewissen Verkehrsaufkommen halt, ne? Klar. Gut. Ist jetzt hier alles safe, oder was? Ein neuer Zwerg ist in mir. Dankeschön, Markus! Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an MetaPlayer 66. Vielen lieben Dank für dein Verschenken an MetaPlayer im vierten Monat. Vielen lieben Dank dir. So. Schaut doch gut aus, ha? Huh? Wasserengpass. Moment. Stopp. huch. Hier ist eine Wasserpumpstation. Wasserstand zu niedrig. Das kriegen wir hin.
Ist aber vorsichtig, Leute. Pinselgröße. Klein. Und auch schwächer. So, hier, guck mal. Wasser läuft wieder. Strom läuft wieder. Sehr gut. Na, wenn das nicht Kunst ist, dann weiß ich auch nicht. Sagenhaft. Einfach sagenhaft. Wir haben immer noch viel zu wenig Leute für all das. Oder einfach zu viel Gewerbegebiete. Das kann natürlich auch sein. Lass uns doch mal hier ein bisschen umbauen. Wir nehmen mehr Gewerbegebiete aus dem ganzen Setup raus und bauen hier mal ein bisschen Büroflächen unter. Vielleicht mit weniger Gewerbeeinheiten, vielleicht stresst das die dann weniger, weil es eben nicht mehr ganz so viele Händler gibt. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public. Die melden irgendwie alle 5 Minuten hier irgendwelche völlig dystopischen, wir werden ganz schlimme Blackouts bekommen, aber so richtig Blackout-mäßig waren wir auch schon lange nicht mehr unterwegs, oder? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you roam. So, und hier machen wir auch Folgendes. Hier machen wir auch Büroflächen mehr rein. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads. Alle, die sich hier beschweren, dass keine Kunden da sind, werden jetzt einfach rausgeworfen und werden gegen Büroflächen ausgebaut. Ja. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. So, hier noch mehr Bürofläche. Und dann die wenigeren Geschäfte, die übrig bleiben, haben dann wahrscheinlich auch einfach mehr Kunden. So ist meine Überlegung. Ja, also das ist so quasi der... Meine Überlegung war es jetzt einfach herzugehen und zu sagen, ja okay, wenn wir wenig Kunden haben, dann sorgen wir halt einfach dafür, dass wir, wenn die damit nicht zurechtkommen, dann baue ich halt einfach mehr Firmen hier ein. Also mehr Bürokomplexe. Und dann schauen wir mal, ob das, was dann übrig bleibt, ob das passt. So, wir müssen hier mal ein bisschen mehr in dichte Wohngebiete investieren. Ich möchte hier mal wirklich ein bisschen die Wohngebiete hochtreiben. Schauen wir mal, ob das klappt. Es wird natürlich jetzt hier ein bisschen ausgedünnter, aber dafür hohe Dichte. Mal schauen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Wie schaut unser Bildungswesen jetzt eigentlich aus? Das hat ein bisschen wenig Grundschulen und Colleges sind noch am Ende, aber ansonsten... Universitäten laufen auch. Wir haben auch mehr Leute mittlerweile in der Bildung drin. Hier ist ein bisschen dünner. Ja, das Neubauviertel. Ist auch grundschulmäßig ein bisschen am Ende.
Also du kannst nie genug Schulen hier bauen, glaube ich. So, das ist so, so ist mein Fazit. Und wenn du denkst, du hast genug gebaut, nein. Einfach nein. Denk nicht mal dran, dass du genug gebaut hättest. Es wird nicht sein. Es wird nicht so sein. Du wirst zu wenig haben. Highschool schaut gut aus. College schaut wie immer schlecht aus. Gut. This is an emergency broadcast to all citizens. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services manage to get the fires under control. Unsere Stadtwirtschaft schaut... Bitte? Was ist denn das für eine Monatsbilanz? Alter. Ja, mit einer Million im Monat kann ich auch leben. Was hat er geladen? Baumwolle und Textilien. Hohe Miete haben die? Ja, gut. Schaut hier ein bisschen doof aus. Die Gebäude bekommen hier an der Unterseite weg. So. Wir bauen hier noch ein bisschen sozialen Wohnbau rein. Platz. Die Feuer da oben haben sie auch ausgelodert. Das ist alles soweit klar. Ist auch soweit klar. Okay, pass mal auf. Ich will was wissen jetzt. Mich interessiert eine Sache sehr. Und zwar ist das die Bevölkerung ist hier zentral am größten. Pipperstadt, Entes Hillbilly-Siedlung, das ist unser zentraler Wohnstadtplatz. Und ich möchte jetzt ganz gerne, wenn wir gerade Geld verdienen... möchte ich ganz gerne endlich mal eine U-Bahn bauen. Das haben wir die ganze Zeit nicht gemacht und ich finde das eigentlich schon ziemlich schade, dass wir das nicht gemacht haben. Und jetzt würde ich das ganz gerne mal nachholen. Wir könnten hier oben schön ein U-Bahn-Depot bauen tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Wir können das auch hier außen bauen. Das tut da hier eigentlich gar nicht weh. So. Unterirdische U-Bahn-Station. Let's go, meine Lieben. Und zwar, es gibt dann hier vorne eine. Hier an der Hauptstraße könnte man das sich überlegen. Aber ich würde das ganz gerne nicht in die Hauptstraße, also in die Hauptroute reinlegen, sondern eher so ein bisschen daneben.